Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zu der, ich glaube, 32. Folge von Pokémon Blau. Bevor ich anfange, glaube ich, dass der Ton ein klein wenig anders sein kann, weil aus irgendeinem Grund hat sich das wieder umgestellt und deshalb musste ich den Ton jetzt wieder ändern. Ich hoffe, der Ton ist laut genug oder halt nicht so leise, wie auch immer. Und was ich noch sagen muss, ich hätte ja viel früher wieder weitergemacht mit Pokémon Blau. Die Sache war aber, dass mein Speicherstand teilweise weg war. Ich war erst da wieder. Mein letzter Save Point war nämlich da erst wieder, wo wir das Relaxo im Team hatten. Also kurz bevor wir es gefangen haben. Ihr wisst ja, da habe ich einen Save-Set gemacht. Und ich habe vergessen, das war eine ganze Session. Da habe ich einfach alles aufgenommen und dann habe ich einfach vergessen, am Ende ein Save-Set zu machen. Da musste ich alles nochmal neu spielen. Deshalb sind Dinge anders. Zum Beispiel sind die Level alle anders. Sind größtenteils teilweise so verteilt. Aber auch ein Ditto gefangen, warum auch immer. Ditto habe ich nicht mehr und ich habe hier die beiden nochmal besiegt. Und ja, ich wollte es nur sagen, damit ihr wisst, falls Sachen anders sind, weil die Level anders sind oder... Ich glaube, Tauboss hat noch jetzt eine andere Attacke verlernt, weil ich das vergessen habe. Ja. So, wir haben den hier noch und dann sind wir in der Stadt. Kuckuck! Wie klingt mein Vogel-Lockruf? Oh, vielleicht hatten wir den doch schon. Oh, den hatten wir. Dann war das da oben rechts. Egal, wir sehen den ja trotzdem. Wir haben eh alle einfach nur so Habitax und so ein Scheiß. Okay, den hatten wir doch. Dann war das der rechts. Shit. Den habe ich besiegt. Ach, egal. Den machen wir. Ist jetzt egal. Kannst wahrscheinlich eh die meisten nicht mehr so dran erinnern. Kann das sein? Ich mal den besiegen jetzt. Und dann werden wir in der Stadt weitermachen. Und es kommt jetzt auch wieder fast täglich Pokémon Blau, ja. Genau, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber ja. Es kommen jetzt wieder täglich Videos, oder? Na okay, das kann ich nicht versprechen, aber fast täglich. Ich versuche zumindest, weil es ist ziemlich anstrengend, aber ja. Gut. Und nun sind wir endlich an der Stadt und können auch endlich anfangen, die Arena, die fünfte Arena zu machen. Die ist, glaube ich, oh, ich weiß es gar nicht mehr, welcher Typ der hatte. Werden wir gleich sehen, ich werde nur ganz kurz meine Pokémon heilen. Ja, erstmal heilen hier bitte. Und ich kann dann, warum ich das immer noch im Team habe. Ich lasse es einfach drin. Ja, warum nicht? Vielleicht als Backup oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch Ditto, by the way, noch nie irgendwie im Team gehabt. Aber wie auch immer. Fuchsender City, Pokémon Arena. Arenaleiter ist der Koga. Der giftige Ninja Mais. Okay, Gift-Pokémon, dachte ich mir schon. Und diese Arena ist nur in dieser, in den allerersten Pokémon-Spielen ist diese Arena schlecht. Lame. So wollte ich es sagen. Und es sieht aus, als hätten die da oben keine Haare, aber doch haben die. Hey, warte du, Champion Spee. Die Arena von Fuchsender City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Die Sache ist, wäre es wirklich eine unsichtbare Mauern, so wie in allen anderen Spielen, warum gibt es denn hier diese Striche, die dies zeigen, wo die unsichtbare Mauern ist? Das finde ich echt richtig lame und das wurde dann auch nie wieder gemacht. Und wir werden hier alle besiegen. Ich glaube, wir müssen alle außer diesen hier besiegen, damit wir zu ihm kommen. Ja. Also machen wir das mal. Kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Ich hoffe es. Ja, die haben alle Gift-Pokémon. Das ist... Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir irgendwas haben dagegen. Kann mich gerade nicht erinnern. Tramatus aber nicht Gift. Der ist doch Psycho. Ob ich jetzt vollkommen... Nein, der ist doch Psycho, oder nicht? Oh, ich hoffe, der ist nicht... Der ist effektiv, oder? Nee, ist er nicht. Das ist Gift, stimmt. Gift macht meinem Satz ja gar nichts aus. Kopfnuss kann aber wehtun. Ja, was machen wir da jetzt? Ich würde halt gerne Sarzen noch ein wenig leveln, weil der ist bei mir jetzt hier Level 36 nur. Der bräuchte halt noch ein bisschen was. Ah, fast. Komm. Ah, als ob der jetzt tauscht. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass man sieht, wie der Gegner das Pokémon tauscht. Kann das sein? Ein Kadabra ist ziemlich stark. Ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. Habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Relax so auf Level 37. Jetzt schaust du wieder, alles klar. Muss ich es verstehen? Hä?
Was ist mit dir denn los? Ja, keine Ahnung. Boom! Headshot! Und das ist er down. Und jetzt noch sein schlichtes Traumato, was eh mit einem Monat down ist, boy. Du mit deinem scheiß Kommunion, geh weg! Ich fick ihn weg, bam! Du hast mich hereingelegt. Hereingelegt, okay. Und ich leg dich nirgendwo rein. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über rohe Kraft. Okay. Ja, Strategie ist in Pokémon auch ziemlich wichtig, aber wenn du OP-Pokémon hast, dann juckt Strategie eigentlich gar nicht. Wie auch immer. Oh, ein Hypno! Die Weiterentwicklung von Traumato. Traumato, genau. Traumato ist traumatisiert und Hypno ist hypnotisiert. Ja, genau. Ne, keine Ahnung, was da war. Ja, okay, mit Satze, glaube ich, komme ich hier nicht weit. Psychokinese, ich glaube, das ist effektiv. Sehr effektiv. Ja, nein. Doch, ist es. Ja, ich konnte mich nicht mehr erinnern, was jetzt genau war. Mann. Komm, Sander. Sander, zeig, was du kannst. Zerstöre ihn! Bam! Schlitzer! Schlitzer, Schlitzer, Volltreffer sogar. Nice. Die Konversion, die wird mich nicht davon... okay, die wird mich wohl doch davon abhalten. Relaxo, komm. Ich glaube, wir nehmen sogar Relax für die ganze Arena hier. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, nach dieser 5. Arena können wir auch in die 6. Arena von Sofronia City. Ich glaube, dann ist das alles frei und dann können wir da nicht hin. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube. Weil, wie gesagt, ich habe dieses Spiel, ich habe allgemein viele Spiele aus meiner Kindheit nie durchgespielt. Und das hier ist auch eins. Allgemein, die erste Gen habe ich nie durchgespielt. Doch, einmal habe ich die durchgespielt, aber das ist schon ein bisschen her, da kann ich mich jetzt nicht mal ganz erinnern. Und ich glaube, wir sind hier gerade richtig krass am Verrecken, aber Hypno ist endlich down! Und Level 38 verdient. Was? Außerordentlich. Jo, dankeschön. Das ist der nächste. Fuck. Lol. Dieser Gift, diesen Gifteffekt, der wird dir kaum angezeigt, wegen dem Hintergrund. Ja, ich muss ganz kurz zu Pokémon Center, sonst verrecken auch alle. Nicht verrecken? Okay. Komm in den Pokémon Center. Ich habe mir auch, ehrlich gesagt, sogar mal überlegt, so eine Art Randomizer oder so zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun will. Ja. Ich bin mir da echt unsicher. Vielleicht können wir das dann mal machen. Aber ich habe hier noch nicht entschieden. Okay. Das ist unser nächster Gegner. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Okay, mein kleiner Genji, lass mal sehen, was hast du denn so drauf? 4 Pokémon, das sind wahrscheinlich alles Traumatos und Tomatos. So's. Ja. Aber Sander, ich glaube, Sander und Relaxo sind hier, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, habe ich das Gefühl. Ich habe nichts gesagt. Und war auch noch verwirrt. Ich glaube, Verwirrung zählt nur für den Kampf. Ja, glaube ich. Body Slam. Ist mir egal. Das, ach, als ob das hat's gebracht, weißt du? Bam! Instant Down. Relaxe räumt auf. Relaxe ist sogar unser stärkstes Pokémon im Moment, weil ich Kröte voll vernachlässigt habe. Ich muss mal unser Totok wieder leveln, Mann. Shit. Aber wir können ja jetzt wieder fliegen. Wir können ja ab jetzt wieder, also ab jetzt können wir ja fliegen. Was bedeutet, dass ich nochmal nach. Ich werde nämlich, sobald wir hier in dieser Stadt durch sind, so lange werden wir nicht bleiben. Ein paar Folgen. Wegen der Safari-Zone, wie auch immer. Da müssen wir auf jeden Fall nach Vanya hin. Und dort unser Paradox benennen. Und danach gucken wir bei Sofronia City nach. Und falls da irgendwas passiert, dann werde ich es reinkarten. Ansonsten gucke ich einfach mal im Internet oder so nach, wo es weitergeht, weil ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, wo es weitergeht, ja. Und da war es also auch schon mit dem Jungle. Ich habe verloren. Ja, das hast du. Oh, das kommt der nächste. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Ich glaube nicht, dass die Pokémon wegen den Ninja
Ja, wie auch immer. Oh lol, was ist das denn für einer? Ein Dompteur! Der Dompteur! Oh, ein Arbok. Arbok ist ein richtig cooles Pokémon. Ich dachte, ich schwöre, ich dachte immer, dass Retter an sich zu Arbok entwickelt. Ja, wie auch immer. Das ist ja auch so, aber das Gesicht da. Also normalerweise ist er Rettern einfach nur, also Arbok hat ja einfach nur, ist ja einfach nur Rettern mit diesem riesengroßen Fake-Gesicht innen drin. Und ich dachte immer, dass das, kannst du mal kurz zeigen, das hier, ich dachte, dass das hier die Augen sind, das ist der Mund, das dachte ich früher immer. Und manchmal denke ich es, manchmal versehe ich es auch immer noch. Aber ich glaube, das ist eh nur, es ist nur zur Abschreckung. Ja. Aber es ist kein psychischer Pokémon, also können wir Sarze eigentlich drin lassen. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Giftstachel sollte eigentlich nicht viel. Ja, es war nicht sehr effektiv, glaube ich. Wie auch immer, ich will mal Skröte kämpfen lassen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, so mal sein normales Gesicht normalerweise hier. Oh. Ja, tut mir leid für die Maus, aber ich wollte es mal zeigen. Ich spiele immer im Fullscreen. Ich weiß nicht wieso. Also im Vollscreen vom Fenstermodus. Ich weiß auch nicht wieso, es ist eigentlich nicht so wirklich gut, so eine Auflösung zu spielen, aber ich kann das, ich schneide das ja eh so, ich schneide das ja eh wieder runter, dass es halt aussieht, oder mehr oder weniger aussieht, als wäre es von einem Gameboy. Level 37 hat Satz endlich erreicht und Skröte ist nun endlich auf dem Level von Relaxo. Finde ich gut. Sandama habe ich gerade gelesen, nee, Sandama haben wir. Und Sandama können wir einfach wegspülen hier mit unserer... Haben wir keinen Surfer? Oh, stimmt, Surfer haben wir noch nicht. Oh, das können wir aber schon bekommen. Das gibt es in der Safari-Zone, genau. Da muss man nämlich so eine Art Quest machen. Und wenn man die geschafft hat, dann kriegt man einen Surfer. Und das muss man sogar machen, weil sonst kommt man nicht zur siebten Arena. Ja. Und zu Arktos. Und zu Zapdos. Wo da war das, das weiß ich gar nicht. Aber zu Arktos und Zapdos braucht man auf jeden Fall Surfer, das weiß ich. Sonst weiß ich gar nicht, wo es Lavados ist. Ich weiß nie, wo Lavados ist. Ich weiß es nie. In jedem Spiel weiß ich nicht. Aber in diesem Spiel weiß ich sogar. Krass, oder? Den gibt es in der Siegestraße, genau. Für den brauchen wir keinen Surfer. Und für Mewtwo braucht man Surfer. Seht ihr? Wir brauchen einfach für alles Surfer. Irgendwie. Und dieser Attack-Surfer selber ist auch ziemlich nützlich. Möchte ich mal so anmerken. Gibt es da kein Item? Ist denn da unten ein Item? Oder ist das hier der richtige Weg? Oh. Okay, ja, dann brauchen wir noch, haben wir noch zwei Gegner vor uns. Und dann sind wir endlich bei Koga. Yeah! Bleib stehen! Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Wenn sie wirklich und wären sie unsichtbar, dann ja. Der Dompteur. Was hat er denn so? Ein Sandama mal wieder. Ah, kann er gar nichts hier. Hammer ab, du! So, hier. Skröte wird dir zeigen, wie es lang geht. Bam! Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Scheiß Kratzer hier. Au. Jetzt aber. Akku-Knarre! Bam! Mit nice Animation von 1999 oder so. Bams. Keine Chance. Ich versuche gerade richtig episch zu reden, aber ich kann es nicht. Yeah! Warte, hab ich das gerade richtig gesehen? Wir haben noch Panzerschutz. Wow. Warum habe ich das denn noch? Wir werden auf jeden Fall Panzerschutz austauschen durch Surfer, das kann ich euch sagen. Ja, ich habe bei Taubos eine andere Attacke verlernt. Aber Taubos werden wir diese Folge nicht benutzen. Oh, er hat mich besiegt. RIP. So, unser letzter Gegner. Was willst du? Lass mich zu ihm hin. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorgänger? Ich bin der Erste! Spaß. In der Pokémon, sorry. Irgendwie schon. Weil wir sind ja... Wir sind rot. So gesehen. Die man auch... zuletzt hat man den in... Ich will mal sagen, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Ich weiß nicht, ob das rot ist, wie auch immer. Aber Erwachsenenrot hat man zuletzt in Sonne, Mond oder Ultrasonne, weiß ich nicht. Hab ich nie gespielt, die Ultra, Sonne, Mond, Mond. Also ja. Kommt irgendwann mal vor. Irgendwann werde ich es mal nachspielen. Ich, das ist dann komplett blind. Weil ich war so getriggert. Und ich wollte das einfach nicht holen. Deshalb habe ich sie geholt.
Na, jetzt habe ich auch schon Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli angesprochen. Soweit ich weiß, also ich finde, das ist mehr so ein Remake von dem gelben Teil, Pokémon Gelb, weil Pokémon Gelb ist ja so eine Special Edition von der ersten Generation. Oh shit, ich sollte mal Heilung geben meinem Relaxo, der stirbt hier doch. Damn. Shit! Wir haben nichts! Hab ich eingekauft. Das ist nicht gut, Mann, Alter. Das können wir nicht tun. Fuck, was mache ich denn? Ich mache Erholung. Stimmt. Ich habe ja auch noch Erholung, bin ich dumm? Ja, einschlafen und dann sind wir voll gehypt mit Erholung. Hab schon nicht gezeigt, aber hier. Boom. So, jetzt müssen wir nur noch aufwachen. Und wenn wir dann aufwachen... Hatten wir jetzt aber noch Schlafrede. Haben wir eine 3-zu-4 Chance, dass wir angreifen. Und ich weiß aber... Ich bin mir sehr sicher, dass es Schlafrede schon in der ersten Gen gab. Ich weiß aber nicht, wie man es bekommt. Weil das Schlafrede ist ziemlich nützlich, finde ich. Body Slayer, bam! Oh, das kann fast dauern, komm! Oh, shit. Ich sollte heilen. Wenn er jetzt nicht stirbt. Okay, okay. Trotzdem bin ich fast down. Das ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Ich habe es vermasselt. Yo, hast du. Tatsächlich. So, und jetzt... Ups. Speichern wir. Oh, fuck. Ja, aber ihr seht ja unter unten, dass da noch, die aus Afonia City ist. Das ist ja dieses Mädchen da. Wir speichern hier. Warum nicht? Können wir machen. Und nun... Let's go. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken solltest du verzweifeln. Yeah, unser Genji kämpft jetzt hier. Bam. Bam. Okay, zumal ich hab geklatscht. Oh, der sieht aber richtig episch hier aus. 4 Pokémon hat der diesmal. Okay. Ein Smogon. Haben wir noch nie gesehen in den letzten Folgen. Noch nie. Wo ist Tust? Denn wir werden ihn aber richtig zerwrecken. Ach, jetzt schlambert. Die Attacke gab sie schon. Oh, Volltreffer. Shit. Ich mag die Musik einfach richtig. Ist richtig nice. X-Angriff. Ich weiß gar nicht mal, ob die Liga eine eigene Musik hat. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, die hat sogar gar keine. In vielen Spielen hat sie eine. Manchen nicht. Oder? Oder verwechsel ich das jetzt immer? Ich weiß es gar nicht. Ich hab irgendwie gerade im Kopf, dass die Liga. Die Liga, also die Leute in der Liga, die 4, dass sie auch einen Theme haben, so eine Musik haben. Level 38! Episch. Zumindest die meisten. In den meisten Spielen. Kann das sein? Ich bin gerade vollkommen verwirrt gerade. What? 39? Oh mein Gott, das muss das Stärkste sein, oder? Kann das sein? Fuck. Geowurf. Hier. Boom, Wrecking Ball. Oh, okay, tut mir leid. Bam. Oh, das. Shit. Okay. Bam. Runterfallen lassen und. Oh, nur noch die Hälfte, Leute. Okay. Aber ich bin vergiftet. Nein, ich raff trotzdem nochmal an. Das ist halt der Vorteil von Relaxo, dass er halt sich durch Erholung einfach heilen kann. Das ist ziemlich nützlich, wie ich finde. Und ich hoffe, dass die Musik nicht so laut ist. Ja, deshalb rede ich laut. Yeah. Ja, Bam, er ist down. Okay, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ein Smogon mal wieder. Aber er hat trotzdem keine Chance. Erholung. X-Angriff. Laber nicht. Ist das eigentlich meine Vergiftung weg? Ich glaube nicht. Kommt, da steht jetzt immer noch GIF. Nee, SLF. Wegen Sleep. Schlafen. Fuck. Komm, wach einfach auf, Mann. Schläft. Wach auf. Shit, Mann. Wach einfach mal auf. Oh, er ist aufgewacht. Oh, meine Vergiftung ist sogar wirklich weg. Das wusste ich nicht. Oh mein Gott, nice.
Body Slam gibt's jetzt rein nach dem Schlammbad, was mir wahrscheinlich wieder meine KP abziehen. Ja, genau. Und dann noch Vergiftung. Oh Mann. Oh, Body Slam. Bam. Der ist nicht down. Was? Oh nice. Durch den Body Slam ist er paralysiert. Das kann natürlich auch passieren. Ist zwar eher selten, dass es passiert. Aber wenn es passiert, dann ist es sehr nützlich. Und bam. Was ist sein letztes Pokémon? Ich bin gespannt. Level 39. Unser stärkstes Pokémon ist immer noch Relaxo. Shit. Ein Smogmog. Lass mal sehen, ob Skröte das Smogmog down bekommt. Level 43. Ich kann nicht mehr zählen, weil er... 43, Boys! Alter. Alter, das geht ja richtig ab hier. Oh mein Gott. Ey, der rackt mich ja richtig krass hier. Nein! Finale! Aber wir haben gewonnen. Finale tötet beide. Aber da ich noch Pokémon habe und er nicht, habe ich gewonnen. Der beginnt einfach Suizid. Yo! Das habe ich auch noch nie. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Just, ich reiche dir den Seelenorden. Okay, warum nicht? Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen benutzen, wenn du es zumindest hast. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Nice. Toxin! Aber wir haben kein Pokémon dafür, also werden wir es nicht benutzen. Gut, damit haben wir unseren 5. Orden endlich erreicht und die Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hier gibt es richtig coole Sachen, da könnt ihr gerne draufklicken. Vielleicht findet ihr irgendwas, was euch gefällt. Ansonsten haut rein, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Blau wieder. Ciao!